Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir dir den Beruf des technischen Systemplaners bzw. der technischen Systemplanerin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Realschulabschluss oder das Fachabitur bzw. das reguläre Abitur. Bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung und die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Während dieser 3,5 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 1.010 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1.060 Euro im zweiten Ausbildungsjahr, ca. 1.140 Euro im dritten Ausbildungsjahr und ca. 1.200 Euro im vierten Ausbildungsjahr rechnen. In dieser Ausbildung gibt es außerdem verschiedene Fachrichtungen. Da wären die Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, die Stahl- und Metallbautechnik und elektrotechnische Systeme. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche dann die Anfertigung von Zeichnungen für die Herstellung von technischen Anlagen. Dabei arbeitest du in flexiblen Zeiten während der Werktage in einer 40-Stunden-Woche. Und deine Einsatzorte sind hier Planungsbüros der verschiedenen Industrien. Was die Fortbildungsmöglichkeiten betrifft, so kannst du dich entweder zur Technikerin oder technischen Betriebswirtin fortbilden lassen. Technische SystemplanerInnen sind dafür zuständig, die technischen Zeichnungen für MechanikerInnen zu erstellen, in denen genau beschrieben wird, wo welche Bauteile montiert und installiert werden müssen. Was genau du planst, ist abhängig von deiner gewählten Fachrichtung und deinem Ausbildungsbetrieb. In der Berufsschule gliedern sich die Fächer nach denen, die alle SystemplanerInnen benötigen und denen, die für deine Fachrichtung spezifisch sind. Du lernst, wie du technische Systeme darstellst und verschiedene Werte berechnest oder wie du Werkstoffe und Fertigungsverfahren richtig auswählst. Auch allgemeinbildende Fächer wie zum Beispiel Deutsch werden unterrichtet. Außerdem findet eine gestreckte Abschlussprüfung statt. Das bedeutet, den ersten Teil absolvierst du ungefähr in der Mitte deiner Ausbildung und den zweiten Teil dann zum Ende deiner Ausbildung. Um in diesem Beruf bzw. in dieser Ausbildung Erfolg zu haben, sind einige Fähigkeiten notwendig. Räumliches und logisches Denken, mathematisches und technisches Verständnis, zeichnerisches Talent und Teamfähigkeit sind nur ein paar davon. Wichtig ist vor allem, dass du dich für Technik interessierst und es dir Spaß macht, Dinge bis ins Detail zu planen. Und dabei musst du natürlich auch sehr präzise vorgehen. Wenn du dich also schon immer für technische Dinge interessiert hast und zudem auch noch gerne Dinge planst, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, die Ausbildung zum technischen Systemplaner bzw. zur technischen Systemplanerin in Erwägung zu ziehen. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.